Damit auch noch bei YouTube. Hallo, wir können zu einer Aufnahme von Let's Play Gregory's New Rise mit den Nizelens, lieben Blue Jenny. Hallöchen. Dem lieben Flame. Hallo. Und dem lieben Marek. Ja, moin. Ich bin verstört. Naja, egal. Warum war das so, ja. So, Andere Reihenfolge? So nee, so hinterfragend. Wegen dem, was Jenny gesagt hat eigentlich, aber ach so, okay. Bei dir ist sowieso immer so 50-50 Chance. Ja, auf jeden Fall, wir haben letztes Mal noch ein paar Schaltkreise fertig gemacht, haben davor ein bisschen was automatisiert in der regulären Folge. Und heute will ich mal versuchen, den Cleanroom komplett anzuschließen. genau, das ist nämlich auch so die Sache. Dafür brauchen wir jede Menge Dense Cable und dafür brauchen wir Conductive Iron und Energetic Alloy. Wo wir eigentlich nur eine Maschine für brauchen. Mir ist der Name gerade entfallen. Genau, Fluid Extractor. Ich hab gerade meine Flasche erschrocken. Okay. Flame, du hast sicherlich noch zwei HV-Schaltkreise für mich, oder? Aua. Das ist meine Antwort. Wolltest du eben nicht noch 8 craften? Ich hab gesagt, ich will eine genaue Anzahl haben. Hab ich doch 8! Was ist daran so schlecht zu verstehen? Du hast gesagt, keine Ahnung, eventuell 8 pauschal einfach mal. Ja, und damit ist 8 eine genaue Anzahl. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja, Schatz, er hat recht. Fall mir halt in den Rücken. Du. Ha! 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 Schrei halt noch mehr rum, ey. Du schreist. Marek, war das geschehen? Marek, du müsstest es wissen aus vergangenen Zeiten. Also für Christian Verhältnisse war das sehr, sehr leise und ruhig. Danke. Aber für Verhältnisse, dass wir ihn nicht... Aua. Au, jetzt hör auf. Au. Au. Okay. Was? Flame, das ist sicherlich noch HV-Komponenten. Ihre HV-Komponenten? Ich brauche einen Motor und eine Pumpe. Nein. Das ist aber nicht nett. 4 davon, Magnetic Tool Rod. Glaube ich, ich muss dafür erstmal nachgucken, ich habe gerade keine Zeit. Ach, du hast einfach nur keine Lust. Nein, ich gebe mal gerade meine Liste durch. Von daher kann ich dir das nicht sagen. Was für eine Liste? Gegenstände, Rezepte. Ich gehe Rezepte durch. Ach so. Ich wollte gerade sagen, als ob du mal nach was nach Plan machst. Ich habe was ganz anderes verstanden und das kann man nicht mal mehr im Stream wiederholen, was ich verstanden habe. Du solltest dir echt mal deine Ohren waschen. Oder vielleicht nebenbei keine Musik hören. Oder so. Hilfe suchen. Hilfe? Hilfe? Ich brauche keine Hilfe. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Kein Kommentar. Was denn? Ich sage die nichts ohne meinen Anwalt. Die anderen fünf Stimmen geben mir recht. Und die andere summt die Tetris-Melodie. Nein, das geht anders. Was? Das, der Witz geht anders. Das war kein Witz. Das ist die Realität. Macht's nicht besser. Tobi, wir bleiben dabei. Du musst uns. Hä? Bei dem Ding kann man nicht craften. Wer auch immer hier Holzgears gemacht hat, macht eure blöden Werkbänke leer. Ich. Was nicht. Würde ich dir so. Also ich würde eher glauben, dass Jenny oder Flame das war, als Marek. Bin ich mit, warum sollte ich Gears craften? Ja. Also es kann sein, dass ich mal vor Ewigkeiten daraus gemacht habe. Ich weiß nicht. Du lässt immer deine Sachen da drinnen liegen. Sagt der Kerl, der seine Socken liegen lässt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Alles. Nix. Na okay. So, dann habe ich das Maschinchen. Dann brauche ich noch Strom.
Das Carbon kann erstmal da rein. Und ich brauche noch ein Interface. Mal gucken, wie lange es dauert. So. Und jetzt brauche ich noch irgendwo einen Anschluss. Warte mal, wo geht der Strom lang? Der Strom geht da lang. Dann packe ich das Ding einfach erstmal so hin. Kurz mal eben die Decke einreißen. Also immer diese unsichtbaren scheiß kleinen Babyspinnen. Sorry. Ich erschrecke mich da immer zu Tode, füttere gerade meine Blumen, damit ich Mana bekomme. Und erschreckt mich gerade von so einer kleinen Itzelbitzel-Little Spider. Und da kommt noch eine. Ja, die sind in den letzten 2 Minuten etwa 3-4 Mal gespawnt. Ja, die kommen alle straight zu mir. Nein, die gehen nicht zu Marek geknuddeln. Nein, die erschrecken Jenny. Aber gut so. So stimmt das nicht. Die Hälfte habe ich schon getötet. Die Hälfte von 3. So. Wenn du glaubst, dass es 3 sind, hast du doch gerade gesagt. Muss ich dich schwer enttäuschen. Also die Hälfte von 3 funktioniert eh nicht. Es sind 3 mal welche gespawnt. Achso, 3 Stück habe ich nur verstanden. Okay. So. Never mind. Dass wir das geklärt haben, weil 1,5 Stück passiert. Das ist das richtige Rezept, hoffe ich. Oh nein, mir sind die Patterns ausgegangen. Und ich habe sie natürlich noch nicht alles zum Craften drin. Vor allem brauche ich Lubricant. So, dann einmal das noch. Und jetzt sollte ich eigentlich in der Lage sein, die Kabel zu craften. Start. Mal gucken. Ja, es klappt. Wunderbar. Und hier einmal welche von... Schön die ganzen Schaltkreise, die ich jetzt noch auf Lager habe, verbrauchen. Na, komm. Na? Ja, wir können Kabel craften. Tatsächlich ist das wirklich ganz angenehm, weil das der Hauptgrund ist, weswegen weswegen das alles hier so lange dauert. Oh, 4 HV-Schaltkreise werde ich wohl brauchen. Kannst du gleich alle kriegen? Hm. Ich nehme 300. Wenn du die Basismaterialien lieferst, kannst du die auch kriegen. Funktioniert das nicht. Bitte Marek, so Aussage. Dann kann ich leider keine machen. Flame muss vorher Sachen liefern. Ich. Ja. So. Es scheint jetzt aber zu klappen alles. Okay. Ja. Ja. Wobei, ich glaube, er hat sich aufgehängt. Wie auch immer er das hingekriegt hat. Ich weiß nicht, wie das ME-System so dermaßen abgekackt sein kann. Ey, wenn das jetzt auch schon wieder anfängt rumzuspinnen, dann... Nee.
Befehle dir dann, die Spinne rauszuschmeißen. Ja. Lebenden Spinne. So, wieder musst du deine Gleichung lösen. Ja. Du mich auch. Gern geschehen. Okay. Okay. Ja, stimmt, das Ding muss ja eigentlich auch noch raus. Ich habe aber gerade keinen Platz mehr. Ja, wie machen wir das am besten? Ja, ich brauche die blöden Kabel. Wann ist bald? Was mit den Schaltkreisen? Ja. Frühestens Ende der Folge. Okay. Und auch nur, wenn sich das jetzt nicht aufgehängt hat. Kann ich gegen 5 V-Schaltkreise tauschen? Die brauchst du auch noch. Schade. Außer natürlich, du möchtest ja, keine EV-Schaltkreise mehr haben. Tatsächlich wüsste ich nicht mehr wofür, aber restlichen Erzverarbeitungsmaschinen. Das meine ich ja, ich wüsste ja nicht mehr wofür. Ja, yep, hat sich wieder aufgehängt. Yay. Okay. Ich hab ehrlich gesagt. Meine Güte. Was haben. Ernsthaft, was haben die mit dem ME-System gemacht? Man kann nicht mal mehr in einer Maschine zwei einfache Sachen reinpacken. Locker 5, 6 Titan. Minimum. Was? Brauch ja 5, 6 Titan, Minimum, um mit dem Grinder weiterzumachen. Jo. Tobi, warum ist das nicht vorbereitet? Lass es damit, lieber gerade. Damit du dir die Frage stellst und du das machst. Ha! Ja nicht, wie wär's? Willst du das machen? Wenn du möchtest, dass wir in 15 Streams das immer noch nicht haben. Das ist ein Versprechen. Ja, ich zähle die Streams mit. Ja, ist gar kein Problem. Du hast auch eine Textdatei, wo alles draufsteht. Tatsächlich habe ich eine TX-Datei, wo ich Statistiken aufschreibe und ein bisschen was anderes, was aber nur mit Minecraft zu tun hat, sondern eher mit den ganz anderen Spielen, die ich spiele. Die RP. Nein, wie gesagt, ich spiele aktuell kein RP. Ja, sie wartet auf GTA 6, damit sie da nochmal richtig durchstarten kann. Ja, das wird nichts vor 2030 am PC. Würde ich doch mal hoffen. Dann kaufst du dir halt eine Playstation. Ich habe eine Playstation. Dann spielst du eben RP auf der Playstation und dann kann man da keine Mods installieren. Nein, kannst du keine Mods installieren. Braucht mir doch nicht. Da sehen wir mal wieder, dass die Playstation einfach dem PC untergeordnet ist. Richtig. Absolut unterlegen und unnötig ist. Oder wie letzte Diskussion mit einem Kumpel, der nur auf der Playstation spielt und nie was mit dem PC zu tun hat. Wenn der PC so geil ist, warum ist PC 2 noch nicht draußen? Ja, derjenige muss in die Klapse, Alter. Bei Flame? Bist du das? Ja. Seit wann kennst du, hast du außerhalb von TS mit Jenny Kontakt? Halt mich mal. Der PC 2 ist noch nicht draußen, wir haben mittlerweile PlayStation 5. Ja, da sieht man, wie scheiße die PlayStation ist. Jedes Mal, also jedes Mal was Neues rauskommen muss. Big Range einfach ab, fertig. Brauchst du einmal gute Teile, da kannst du direkt 3 Stufen springen. Also holst du einmal gute Teile, kannst du direkt die PlayStation. Was ist jetzt draußen? 5, ne? Wenn du jetzt die neuen Teile holst, kannst du die PlayStation 5, 6 und 7 sparen. Und wenn die 8 rauskommt, hat sie ungefähr die gleiche Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Auf der Zeit hast du das gleiche Geld für die PlayStations rausgeschmissen wie als für einen Rechner.
Nicht und auch so noch der ganz. Drei- oder vierfachen Spielewert für die PlayStation. Nicht so ganz. Doch, die PC-Spiele sind viel günstiger. Viel günstiger? Viel günstiger. Und mindestens das Vierfache. Vierfache günstiger? Ja. PlayStation-Spiele, egal wie alt sie sind, selbst wenn sie 10 Jahre alt sind, 60 Euro. PC, 5er. Easy. Kommt auf denjenigen, auf den Publisher an. Wenn du die Activision oder so anguckst, bleiben 50 Euro. Ja, oder wie viel kostet das MW3? Aber ja, und jetzt guckst du mal ganz genau nach, wie viel du für COD Ghosts bekommst. Also ich kenne eine coole Seite, da hast du das schon nach einem halben Jahr Release für einen 5er bekommen. Ja, du darfst aber auch nicht Keyseller-Seiten unbedingt vergleichen. Weil dann müsstest du auch mit in Betracht ziehen, dass du, wenn du beispielsweise in die Türkei fährst, da kriegst du auch die Spiele deutlich billiger als hier. Ja, danke. Du kannst auf den Seiten kriegst du die PlayStation-Titel vielleicht um 2% Rabatt, PC bis zu 80% Rabatt. Du also, kannst es aber nicht miteinander vergleichen, Flame. Doch, man kann PC und Konsolen nicht miteinander vergleichen, aus einem einfachen Aspekt. Richtig, Konsole Anforderung... ist unnötig. Jenny, du weißt, mit wem du redest. Richtig. Ja, mit einem Typen, der sich nicht richtig informiert, sondern einfach eine eingefleischte Meinung hat, sie richtig ist und alle anderen Meinungen scheiß drauf sind. Informiert? Also eine Konsole macht Sinn für Exklusivtitel. Ende. Nein. Diese Last of Us. Das ist kein Exklusivtitel. War nicht ein mehr. Exklusivtitel. Das muss man dazu sagen, nicht mehr. Das stimmt schon nicht dazu. Danke, Marek. Genauso wie Jenny. Halo nicht mehr. Hä? Du hast nicht richtig zugehört. Es ist Flame, warum versuchst du überhaupt mit ihm zu diskutieren? Ja, da frag ich mich das auch. Das ist keine Diskussion, das ist einfach nur ein... Eine Lebensmühe? Du weißt gerade, dass du dich selber fertig machst, oder Flame? Ich mache mich selber fertig, ich Kannst du aufhören damit? Mit den Blitzen? Leider nicht. Nein, ich kann... mit den Pfeilen. Achso. Damit kann ich aufhören. Aber was ist, wenn der Marek jetzt nicht gleich an der Kante schneidet? Weil er die, weil er das Werkstück nicht gefeilt hat. Ja. Nein? So. Eigentlich hätte ich mich jetzt in die Base teleportieren müssen und dich einmal abschießen müssen, Christian. Ja, warum? Bitte. Warum? Denk dran, mein Bogen ist das gleiche Level wie deiner. So. Das ist angeschlossen. Warum verfolgen mich jetzt eigentlich auch Spinnen? Bist du vielleicht Spider-Man? Ja, definitiv. Schon wieder? Nee. Toby Man. Okay. Was? Nichts. Das ist doch gut. So. Ja. X. Die Dinger kann man auch später in einem Multiblock machen, wo ich das definitiv drin machen werde. Ist jetzt die Frage, wie machen wir weiter mit denen? Eigentlich müsste ich die rausschmeißen. Weil alles, was wir nicht hier im Cleanroom brauchen, ist eigentlich doof. Also Flame, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche würdest du zuerst hören? Keine. Okay. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Kabel übrig. Und mit denen will ich das hier ein bisschen besser verkabeln. Ich hoffe, dass das reicht.
So. Jetzt die Frage, wo packe ich die nächste Reihe hin? Da geht nicht. Dip. Da wäre frei. Da heißt die nächste Reihe von Maschinen. Wäre hier. Ja, dann könnte ich da das Dance-Cable erstmal durchziehen. So. Na. Ich hoffe nur, dass die Dance-Cable reichen. War nämlich nur grob geschätzt. Na. Ja, kann ich auch so machen. Spare ich mir noch da ein Kabel. Und ich würde hier eigentlich gerne ein Dance Cable hinmachen. So. Jetzt leuchtet er wieder. Okay. Da kann dann nämlich jetzt auch der hier einmal mit hin. Und zwar da irgendwo, wo Platz ist. Flame. Ja. Die dauerhafte Produktion läuft. Und was? Schaltkreise. Finde ich gut. Abzüglich der Tatsache, dass wir Batterien noch selber reinlegen müssen, die Flüssigkeiten und die Basisressourcen. Wow. Aber es läuft sonst. Und ich habe sogar noch Kabel übrig. Zack, zack. Gut. Ja, logischerweise sind jetzt die ganzen Maschinen alle aus. Okay. Dann ist jetzt die Frage... Was ist sinnvoller, die Flüssigkeiten, dass wir Schaltkreise haben? Oder die T2-Rakete? Dass wir Titanen schneller ranbekommen. T2-Rakete. T3-Rakete. Oh, noch besser. Ja, ne? Kannst du nicht die Träne craften? Nee. Brauchen wir doch T4 für, oder nicht? Ich meine, wir brauchten die T3. Achso. Gut, was müssen wir automatisieren? Der wird immer weiter hochgecraftet. Das heißt, das schöne Ding müssen wir automatisieren. Den will ich nicht automatisieren. Okay, bei der T3. Ja gut, das müssen wir auch hochcraften. Assembler Molten Titanium. Ah, Mist. Ja, Stainless Steel macht's auch nicht besser.
Sampler mit Programm 2. Haben wir das hier irgendwo? Nein, haben wir noch nicht. Das ist doof. Gut, dann würde ich das erstmal weglassen. Dann mache ich erstmal nur das Nervigste in Autocrafting rein. Schnarch. Arsch. Tut mir leid. Doch nicht du. Sondern wie langsam das geht mit dem Mana. Stell mir Blumen auf. Der Hunger. Dein Ernst, Flynn? Bei Food. Ich hat ihm noch eingefallen, so. Ich Pizza neben mir liegen. Sorge gemacht, verdammt, ich hab kein Essen mehr. Das muss da drin gemacht werden. Powdered Barrel. Ja, ist die Frage, sowas wie Strings, Gunpowder, Woodplanks wäre vielleicht noch relevant, dass man das automatisiert. Gunpowder brauchst du nicht. Da wäre, wie gesagt, am sinnvollsten deine Mob-Farm zu machen. Ja. Mit Creepern, also das zu automatisieren. Ja. Dann bist du länger damit beschäftigt, die ganze Zeit Sand und sowas nachzuschieben, als einfach die Mob-Farm passiv laufen zu lassen. Ja. Nee, also deswegen Gunpowder und Strings würde ich beide sagen, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. So, das Sampler mit Programm. Warte mal, war das nicht auch hier zwei? Feuer schneller. Ja. Gut, Woodplanks werden wir auch erstmal dem System geben. Habe ich beschlossen. Ganz spontan? Ja. Yep. Okay. Das braucht ein EV-Assembler. Ich habe hier noch nichts mit EV. Ja. Das war einfach nur so händisches Craften. Das wäre Implosion Generator. Das habe ich noch nicht. Das wäre einfach eine Bending Machine. Und das wäre wieder Implosion Generator. Das ist Assembler mit Programm 1. Aber der muss auch EV haben. Was kosten Transformer? Je nachdem, welches Modell. Yeah. Wenn du Optimus Prime haben willst, kostet der wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Eure Schätze muss da sein. Okay, das Ding kostet gar nicht mal so viel. Ja, gut, dann müssen wir da gleich mal gucken. Zur Not bauen wir erstmal nur eine Chest auf. Das wird ja im Zweifel auch erstmal reichen. Ich dachte, du wolltest nichts mit Quick and Dirty aufbauen. Ja, jein. Das Problem ist. Eine Lüge. Nein. Das Problem ist, EV-Schaltkreis dann. EV
Assembler brauche ich halt IV-Schaltkreise und bis wir die jetzt zusammen haben, dauert's und zwar etwas zu lange, meiner Meinung nach. Frage, ihr habt doch Kisten, die so richtig, richtig groß sind. Was ja, sind die hat das Flame. Für Kisten? Flame gibt dir bestimmt eine ab. Wie hat die? Antwortet einfach keiner, ist okay. Ich guck's selber an. Ich weiß nicht, wie die heißen, tut mir leid. Compressed. Chest. Dein Ernst, Flame? Was? Du hast hier Köpfe hingelegt. Oh. Frag mich so blöd, du bist der Einzige, der hier rumläuft und der Einzige, der so einen Quatsch macht. Ich bin gerade wieder da, um etwas herzustellen. Ja, 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 ja. Ja, dann darf ich den jetzt abreißen. Okay, dann baue ich ihn nicht ab, dann automatisierst du die T2-Rakete. Warum möchtest du die haben? Automatisiert? Jetzt. Warum willst du ein einmaliges Produkt automatisieren? Weil es mir nicht um die T2-Rakete geht, sondern um die Komponenten. Und die werden wir noch komplett weiter brauchen, weil du darfst das alles hochcraften. Aha, dann hast du dich aber sehr seltsam ausgedrückt. Nö, du hast nur nicht richtig zugehört. Du hast gesagt, um die T2-Rakete zu automatisieren. Was ist daran nicht zugehört? Ja, du hörst halt nicht zu, tut mir leid. Eines Tages komme ich in der Panzerfaust zu fahren. Nee, lass mal. ich würde gerne die T2-Teile haben. Okay, die gehen auch noch mit LV. So, das heißt, ich hoffe, dass ich ja noch Channel übrig habe da. Ja, Basic davon. Ein Fluid Export Bus. Und ich brauche noch Fluid Zellen. Mist. Machen wir mal bitte eins davon und ich brauche noch ein. Ich habe keine Logic-Prozessoren mehr. Haben wir davon noch was? Yep. Von denen auch? Ah! Haben noch mehr als genug. Was machst du da, Jenny? Jenny? Gucken. Und was guckst du da? Einfach so, lass mich gucken. Du spielst nebenbei was anderes? Nein. How dare you think that? Warum kriege ich denn jetzt die Schläge? Weil du gelacht hast. Tische. Sie darf mir am Rücken fallen, aber andersrum darf man es ja nicht. Richtig. Da ist die leere Drum. Polyethylen. Die sollten, glaube ich, reichen erstmal wieder. Einmal ein stinknormales Interface brauche ich. Oder? Nee, ich nehme einfach ein Dual-Interface dafür. Oh nein, er macht zwar das Quarz. Oh nein, das kann Ewigkeiten dauern.
Haben wir nichts mehr? Doch. Und Rotz macht er. Yay! Yay? Nee. Oh. Na los. Ah, das System ist so lahmarschig. Tobi! Ja? Das sind MV-Schaltkreise. Was hab ich? MV-Schaltkreise. Nein, hab ich keinen mehr. Ja. Zwei. Ich hab keine, tut mir leid. Hast du sie automatisiert? Ja. Welche da? MV sind tatsächlich welche da. Nice. Wegklauen, komm. Das sind keine. Ja, weil die auch nicht drinne sind. Okay. Was möchtest du? Ich? Ja, du. Naja, da ich nach MV-Schaltkreise gefragt habe und du sagtest, das sind sogar welche im System drin, glaube ich, guck dass mal in dein ich Inventar. UL-Triple-V. Ah, danke. Hauptsache erst meckern. Okay, danke. Gerne. Natürlich muss ich meckern, weißt du, wenn du fragst, was ich möchte, während ich dreimal gesagt habe, ob du das hast. Und ich habe dir gesagt, ich habe sie dir zugeschmissen. Jagt euch doch einfach. Ach, noch haben wir uns lieb. Keine Angst. Kommt zu nah. Ich schieße. Drei. Geh weg. Zwei. Wenn dahin gehst, du hast nur noch zwei Leben. Ein Leben. Hast du nur noch zwei Leben? Weil ich schon vorher angefressen war durch den Creeper, der in mir explodiert ist. Ah, ich wollte schon sagen, ich habe doch ganz kurz angespannt, nicht mal geladen. Wie ist das bei dir so low? Hätte ich jetzt gerade meinen Bogen angehimmelt. Nein, das ist... So, das ist der Battery Buffer. Sicher? Nein, das ist der So, Energy Hedge, Battery Buffer... Maus geht mir auf den Keks. Jeder Klick ist mittlerweile so ein Kack-Doppelklick. Dann solltest du deine Maus vielleicht mal nicht ganz so kaputt machen immer. Ist gerade erstmal 2 oder so. Ich bin mit der immer gut umgegangen. Tatsache, ja. Als sie angefangen hat, die Doppelklicks zu machen, bin ich natürlich nicht mehr so gut damit umgegangen, aber vorher schon. So, ich klau jetzt mal meine Engine zurück. Brauche ich der Combustion Generator. Oh. So, dann ist jetzt nämlich das auch mal vernünftig angeschlossen. So. Dann brauche ich jetzt den Implosion Generator. Wo baue ich den jetzt am besten mal hin? Weil den werden wir ja doch eher längere Zeit brauchen. Ja, falls wir den noch... Auch. Ja. Wer geht den Mond-Dungeon machen? Du. Müssen wir gleich mal gucken. Kein Problem, aber... Wie nervt mich, weil er den ebenfalls so zeigen möchte. Lass mich doch erstmal gucken, dass ich das wieder fertig mache. Wir Tobi wieder eine Folge sterben machen? Ja.
sehr simpel. Vor allem mit den Bögen, die wir haben. Atme sich. So. Dank einem gewissen Herrn. Was denn? Doch nicht, sorry. Ja. Mal wirklich kein Gramm Alu mehr. Das kann sein, ja. Zum Thema, wir müssen nichts da vorbereiten, wa? Tobi! Guck doch einfach selber, was wir brauchen, anstatt mich immer anzublamen. Sorry, dass ich auf dem Dorfplatz war zu dem Moment. Ändert nichts an meiner Aussage. Das ändert alles! So, ich möchte hier den Output. Ich war auf dem Dorfplatz und da wurde gefragt: Willst du noch was vorbereiten? Du so? Nö. Dann nehme ich dich am PC sein, wenn ich nicht da bin. Jenny, was war das? Korrektur, was ist das? Flammenwerfer. Feuer! Okay. Kann jemand mal pennen gehen, bitte? Ja. Maintenance und Muffler Hatch. Eigentlich müsste das jetzt alles gewesen sein. Ja, scheinbar war das alles wunderbar. Combustion. Interface. Und das muss jetzt verkabelt werden. Ich bin mal am Überlegen, wie verkabel ich das auf Dauer. So, dass das passt. Ich mach, glaube ich, von unten. Mir ist einfach ignoriert. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich hab gelacht, Jenny. Ich fand den okay. So, ja. Dann ein Item, ein Fluid Conduit. Da Insert, da Extract. Nein, genau andersrum, ups. So, und bei denen soll es so rum sein. Da Extract. Hier bitte nur Insert. Und die Flüssigkeit. Wunderbar, er läuft. Ja, also, im Endeffekt Dual-Interface werde ich auch noch ein paar tausend Mal machen. Kann man halt auch dauerhaft Flüssigkeiten exportieren. Heißt, ich habe jetzt hier sozusagen einmal einen dauerhaften Export von den Fuels. Dann haben wir hier die ganzen netten Sachen drin, die wir so brauchen. Wovon wir definitiv nicht noch mehr brauchen werden. Hust. Auch langsam. Nein. Oh. Einziges Problem ist, wir brauchen halt am besten einen EV-Assembler, der uns den Kram hier zusammen bastelt. Aber ich muss das Rezept immer doppeln. Damit wir uns einen Fluid-Speicher sparen. Jo. Homebase. Dann haben wir noch mal ein paar Buttermarien hier. Wir haben noch ein paar Zellen mit Strom. Mit Diesel. Damit Flame nicht sagen kann, ich bringe ja keinen Diesel ran. Flame, hörst du jetzt bitte mal auf, überall die Köpfe hinzupacken. Die habe ich schon vor der Folge gleichzeitig mit den anderen dahingesetzt. Ich meinte. Puppi? Boah. Kann ich ja gleich in der Aufnahme nachgucken. Ja, guck ruhig nach. Ich hatte gleichzeitig mit denen da vorne in der Tür gesetzt. Aha. Ja.
Wenn du nicht glaubst, hast halt Pech gehabt. Aluminium, Bronze, Stahl. Du hast halt kein Vertrauen in mich. Ist das auch sowieso nicht. Kann ich auch mit leben. So, warum ist der Molten Redstone im Assembly Machine? Also hier tut nie jemand das raus, was da nicht reingehört. Du zählst dazu. Ja, das Problem ist nur, dass das Polyethylen, was da normalerweise standardmäßig drin ist, 24/7 da drin gebraucht wird, im Gegensatz zu Molten Redstone. Ja, und ich habe Molten Redstone gebraucht. Ey, was wird das? Ich brauche die Maschine. Du standst gerade da hinten. Stell dich hinten an. Nö, ich hatte die Maschine ja schon in Benutzung. So. Oh. Diese Polyethylen gehört da standardmäßig rein. War da schon immer drin? Gehört immer rein. Nein. Jetzt schon. Ja, okay. So. Achso, Spiel wieder spielen. Gut. Ja. Ich wollte dir nur deinen Stein wiedergeben. Oder hast du mir den nicht zugeworfen? Nein, habe ich nicht. Achso, okay, dann tut's mir leid. Null. Ich hab soeben eine Quest abgeschlossen. Ich bin stolz auf mich. Meine Leistungen hier. Jan? Ja? Hast du noch irgendwo Basalt? Was für eine. Verdammt, mir fällt der gerade. Hä, hey, was für eine Quest hast du denn abgeschlossen? Hier kam gerade die Quest deines Chemical Reactors. Ja, aber wo? MV, keine Ahnung. So MV typisch mal. So eine MV-Maschine. Da. MV. Okay. Warum hast du einen MV Chemical Reactor gebaut? Ich brauche. Basalt, hast du gesagt? Ja. Tatsache! 3 Stacks und Nummer 13. Kannst du mir einen Stack in den Ofen schmeißen? Ofen? Ja. Dann, sind wir schon bei 45 Minuten wieder. Yay! Was? Diese pure Freude. Was yay. Für ein... Weil das sind Basalt Bricks. Theoretisch sind die schon fertig. Oh, Smooth Basalt. Moment, ich hab einen Schlüssel. Weißt du, wenn Marek baut, ist es in Ordnung, aber ich nein. Hä? Das ist Polished Basalt. Kannst du mir auch geben, aber ich brauch trotzdem. Ja, warte, ich guck mal nach. Ach, das sind alles Basalt Bricks. Doch Black Granit. Nein. Lastens. So, dann wollen wir Jenny mal einen Herzinfarkt verpassen. Hm. Ja, ich habe hier hinten noch 18 gefunden. Das reicht mir. Warum willst du meinen Herzinfarkt verpassen? Was habe ich dir jetzt schon wieder getan? Alles. Nichts. Atmen. Leben. Ich hab noch 18 gefunden. Ja, ich hab grad noch 1800 gefunden. In einer riesen Query? Nein, in einer Draw bei mir hier hinten. Ist auf 1800 Basalt Cobblestone. Ich brauch Basalt, kein Basalt Cobblestone. Ja, das brennst du! Wenn du etwas abbaust, ist meistens Cobblestone. Also, ja gut, hätte ich das vorher gewusst. Das tötet Menschen. Nein. Es gibt die Rubinen hier. Rubi? Nein. Na, Forscherkreise fertig? Ziemlich sicher nicht. Du hast gesagt, bis zum Ende der Folge hast du die. Jo. Wenn die Materialien geliefert werden. 6 brauche ich schon. Was brauchst du denn? Musst du gucken, das weiß ich auswendig nicht. Oh, das wird zu anstrengend. Das war mir schon bewusst. So, ich will noch 2 Rezepte kurz einspeichern und dann würde ich die Folge ausmachen. Dann kann ich dann mal eben in Ruhe gucken.
Bitte alles mal 2 nehmen. Verwandelt der Diamanten in Carbon? Ja. Alles mal 2. Die Rate ist ja mal mega. Deswegen habe ich es ja gemacht. Gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal gucke ich mal, was bei den Schaltkreisen alles fehlt, damit Flame seine Schaltkreise endlich bekommt. Ja! Und dann darf Flame auch mal zu seiner Dieselproduktion gucken, weil er wird da definitiv einen Herzinfarkt kriegen. Ich spinne immer wieder. Was tust du? Guck einfach mal rein. Und ich will nicht. Mach mal. Mann. Doch. Weil ich die nächste Maschine gerade habe, ja. Los, mach. Ja, warte. Übrigens, dein Refined Gas ist hier voll. Danke. Brauche ich irgendetwas? TNT, Sprengsätze? Nein. Geh einfach zu dieser Produktion. Jetzt? Guck hier mal rein. Ja, und jetzt? Ich hab dir eben 3 Millionen rausgeholt. Und jetzt? Achso, okay. Dann sind die weiteren 4 Millionen, die weg sind, nicht aufgefallen. Gut. Dann hast du 4 Millionen da rausgeholt? Düschel kann das Ding gar nicht produzieren. Ich hab da 3 Millionen rausgeholt. Das war nicht mal voll. Entschuldigung, 2 Millionen. Ist dennoch nicht möglich innerhalb dieser Zeit. Nein. Guck ins ME-System. Abgelehnt. Dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.